Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder mir eine Freude, euch begrüßen zu dürfen als euer neuer Ego-Therapeut. Deswegen sage ich euch gleich mal aufbauenderweise, ihr habt heute super hinbekommen, aufzustehen, aufzuwachen und zu frühstücken. Und wenn ihr irgendwas davon nicht gemacht habt, dann seid ihr genauso gut, weil... wenn man, weil ihr euch den üblichen Normen widersetzt, wie zum Beispiel aufstehen, frühstücken und meine Kamera widersetzt sich auch den üblichen Normen. Kann ich mich bitte einmal scharf stellen lassen? Nee, ich werde hier nicht scharf dadurch. Ja, ja, besser? Bam! Okay, alles klar. Jetzt bin ich mal wieder... voll eingestellt auf dieses Rätsel und ich bin natürlich wieder nicht allein, deswegen muss ich mal ein Worte loswerden und zwar kein Grußwort, sondern ein Etüde. So, dann geht's mal los. Käsesorte. Edama. Bam. Blutsauger. Ist der hier? Direkt gesendet. Biblischer Name. Oh Gott, keine Ahnung. Langläufige Waffen, Gewehre. So. Was haben wir noch? Augennass ist Traene. Niedrig-T3-Syndrom. Keine Ahnung. Entsagung. Wie nennt man das nochmal? Askese. Nee. Sittenlehre. Was ist das? Weiß ich auch gerade nicht. Ukrainische Halbinsel. Kennt man. War schon öfter mal in den Nachrichten. So, was haben wir noch? Anfangspunkt ist der Staat. Ja. Sittenlehre ist die Ethik. Ja, das klappt auch. Vorname Kästners ist der hier. Matrosengepäck ist der Seesack. So. Außerhalb, extern, ja. Römisches Totenreich, ja, nee, ist nicht Hades oder so. Machen wir erstmal das. Servus ist übrigens auch lateinisch für Sklave. Ohne Quatsch. So, was haben wir noch hier? Attest, ja. Art und Weise, Stil, Reiz ist wahrscheinlich der Kitzel, ja, ja. Und dann haben wir hier den Verzicht. So, schön, schön. Botanisch Ahorn. Agro oder sowas? Nee. Ruheständler. Ruheständler? Ist das ein... Ich weiß es gerade nicht. Titan. TI, ja. Kurzform von Theresa. Tesi? Nee. Resi. Okay, ja, klar. So, Akor, nee, Akir. Aha. Acer. Ist Ahorn. Ja. Habt ihr auch ein Ahorn-Notebook? Niedrig-T3-Syndrom. NTIS. Gut zu wissen. Direkt gesendet ist natürlich das da. Englisch für Tennisnetz. Oder irgendein anderes Netz. Kartenspiel für 3 Personen ist natürlich diesesjenige welche. Kroatische Insel. Harte Früchte sind Nüsse. Getreideart ist Reis. Einer der Sinne. Geruch, Sehen, also Gesicht. Fühlen? Nee. Englisch Straße machen wir erstmal, bevor ich hier gar nicht weiterkomme. Niedrigwasser ist eine Ebbe. Steile Hügel sind Berge. Jo. Aktienmarkt ist natürlich die Börse. Ja, läuft momentan. Fruchtstein ist der Kern. Ja. Verkehrsmittel ist die Bahn. Da ist das hier das Gehör. Super.
läuft momentan. Intensiv lernen, studieren, nein, was haben wir hier noch? Botanischer Begriff, nicht die Ähre, okay, ja, hätte ja sein können. Zweig, Ast, oh Gott. Kroatische Insel, weiß ich auch gerade nicht. Unser Planet ist erstmal das. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Die kroatische Insel klingt komisch. Okay, intensiv lernen. Pauken. Die kroatische Insel. Das klingt, als würde mal jemand den Hals umdrehen. Oh Gott. Botanischer Begriff. Dann ist das wohl die Spore. Ah. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah! Fertig! Was? Ja. Okay. Nee? Nee? Fehlt noch was? Glaube ich. Also tatsächlich, das römische Totenreich, das habe ich jetzt mehr oder weniger geraten. Das war mein letztes. Fehlt noch jede Menge. Da wollen wir dann erstmal das nächste machen. Okay, dann machen wir mal das Lösungsworträtsel. So. Schrift entfernen. Okay, ja. Kraftfahrzeug. Könnte. Handel. Ja. Weiß ich noch nicht. Spielkarten sind zum Beispiel Asse. Ale, okay, ja. Englisch Handel. Französischer Mehrzahlartikel. Oh Gott. Nee. Nee, nee. Was ist denn Englisch der Handel? Und warum klappt das? Nee, warte mal, die. Das kann doch nicht hinhauen, DS. Nee, dann ist das hier was anderes. Gottgläubiger ist ein. Nee, auch nicht. Zurücklegen. Oh Gott, jetzt muss ich doch mal langsam. Ach, was war denn das dann? Abgesteckte Strecke. Das ist ja fies. Ich muss hier mal anfangen, Wörter einzugeben. Nordischer Männername. Dann machen wir erstmal das NT. Ha, cool. Das ist schon mal so. Dann geben wir mal ein. Das ist richtig. Jo. EDV-Einheit. Und das ist natürlich nicht richtig. Dann ist es das da. Luftkissen. Nee. Griechischer Buchstabe. Nöp. Aber ich weiß. Da haben wir's. So, dann ist das ziemlich hart für mich. Luftkissen. Nee, weiß ich noch nicht. Brutgut ist das. Ach so. Wow. Luftkissen ist ja wirklich 1:1 übersetzt gerade. So. Das ist die Reue, das ist die Gabe. Was haben wir hier? Extrem selbstbezogen. Ne. Egoman. Ja. Federwild. Na, ganz passt nicht. Domstadt am Rhein ist natürlich. Natürlich Köln. Antriebsart ist Allrad. Huch. So. Okay, Tropenfrucht ist die Banane. Dann ist das hier der Fasan. Dann haben wir hier den Räucherfisch. Ist der Lachs und nicht der Aal mal ausnahmsweise. So. Abgesteckte Strecke.
Theologe, nee, ach Gott, was ist denn das? Wertlose Kleinigkeit, ein D, also erstmal ist das hier ein A und das ist ein I. Ach so, radieren wollten die ihn nicht löschen. Okay. Dann ist das hier ein Theist. Ja. Komme ich gerade erstmal nicht drauf. Computersprache ist Basic. Selber mal gelernt. Englisch Tempo. Weiß ich gerade noch nicht, aber ich weiß die paar E, ja. Ach so, Englisch Tempo ist einfach nur Speed. Ja, klar. Dann haben wir hier Ale. Okay, Bühnenwerke, Oper, genau. Verwöhnen. Papageienart machen wir erstmal. Etappe ist das hier. Der Rabe ist das. Dann zurücklegen. Oh Gott, was ist denn zurücklegen in dem Fall? Machen wir erstmal die Asse hier noch. So, das haben wir. Dann haben wir hier den Laster. Lace, ja genau. Ach, und der Deal ist hier gemeint. Ah. Tretboot ist ein Pedalo. Und dann sparen. So. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Buchstabe das sein könnte. Zwei fehlen mir noch. Wertlose Kleinigkeit ist ein Dert. Nee, Dent? Nee. Deit? Det? Dest? Nee. Deo, Deu, Deut. Ein Deut, aha. Ach so, oh, hier ein... Ja, okay. Aber wertlos? Ich weiß nicht, ob das... Ich hätte das jetzt nicht als wertlose Kleinigkeit. Also Kleinigkeit ja, ein Deut so und so viel, aber... So, was ist das? Tatsächlich, es ist ein M. Gut, dass hier, kein Ira ist. Ich bin übrigens dann mal fertig. Oh. Wollen wir noch mit dem dritten weitermachen erstmal? Okay. Gut, dann starte ich mal. Diesmal wirst du das schaffen. Ich glaube, ich habe mich jetzt mit meiner also ich bin out of Denkfertigkeit. Oh. Herankommen, selbst ausgeführt, eigen geleistet, nein, keine Ahnung, hinunter, abwärts, bergab, ne, herab passt nicht, hinab passt nicht, Bestand tatsächlicher Vorrat, oh Gott, Bundesstaat der USA. Das ist nicht Mississippi, das ist nicht Massachusetts, das ist... Ne... Für... Lau. Okay, dann haben wir einen Staat der USA, der mit den L dort hat. Ist es ja nicht California oder sowas. Huch! Ach, jetzt... Ich glaube, jetzt bin ich wieder... Ach so, ich muss mal umstellen hier. So, sieht doch besser aus. Dann erkennt ihr das auch besser. Schön, schön. Dann ist das wahrscheinlich... Nee, Alaska ist es nicht. Poetisch Insel, Eiland. So. Brav, höflich, freundlich, friedlich, cool. Kreuzesinschrift. Ja. Tierisches Plankton. Algen?
Nee, das nicht. Mulde im Gelände ist ein Schlagloch. Nee, passt nicht, glaube ich. Hausvorbau ist eine, ja, genau. Was ist das? Fast gar nicht. Wenig. Fast gar nicht. Honigwein ist erstmal einfach. Das ist Met. Norddeutsch für Ried oder Schilf. Ja. Red. Ah, tatsächlich, ja. Mensch. Liebevolles Wort für Freundin. Ich überlege gerade, ob da irgendwas Böses reinpasst. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Liebesvolles Wort für Freundin. Meine bessere Hälfte, meine... Entschuldigung. Kennst du zufällig ein liebevolles Wort für dich? Ach, wieso? Ich weiß ja nicht, was du im Kopf hast. Ich würde auch gern so lachen. Was? Nee, für dich? Mistkerl würde ich dich jetzt nicht nennen. Ja. Nee, passt nicht. Ach Mann. Ja, vielleicht fällt's mir noch ein, dann sage ich's dir. Opa von Verdi. Wer die nochmal geschrieben hat, die mir im Kopf ist, weiß ich nicht. Giuseppe Verdi, Grundstoffteilchen, erstmal das. Oh, Schreibflüssigkeit ist natürlich Tinte. Das kriegen wir hin. Ah, dann ist das, ja, stimmt. Das ist Othello. Okay, Unterhaus des russischen Parlaments. Oh Gott. Wenn ich das mal wüsste. Hinunter und abwärts, das weiß ich immer noch nicht. Zeitungswesen. Das ist doch nicht Verlag, oder? Nee. Bekannte Persönlichkeit ist ein Nichts da, ist ein. Ach, Igitt. Dieses Wort, wenn ich das schon sehe. Das ist gut beschrieben gewesen, deswegen wusste ich, dass das. Image ist. Andrew Lloyd Webber. Oh, wie hieß denn. Hat der nicht auch Starlight Express gemacht? Aber das ist es definitiv ja nicht. Ach, das Zeitungswesen ist die Presse. Ja. Auf sich zu. Ja. Mulde Gelände. Nee, weiß ich noch nicht. Deutsche Schauspielerin Anja. Nein, das weiß ich doch wieder nicht. Aber dafür weiß ich von den Asen. Fast gar nicht. Darm. Passt rein. Dann muss es das auch sein. So, was haben wir hier? Sackähnliches Behältnis. Das ist der Beutel. Deutscher Bundeskanzler. So, das haben wir. Evita ist das. Ah. Messgerät für Brennstoff. Das ist dort die Gasuhr. Gasur. In hohem Maße. Sehr. So. Englischer Adelstitel ist natürlich der Earl. Graf Grau. Oh, ich trinke wirklich gern Graf Grau. Nein, tue ich eigentlich nicht. Ich habe ihn, aber ich trinke jetzt nicht unbedingt so gerne Graf Grau. Netzartiges Gewebe. Ja.
ungebetener Gast, Teufel. Das wäre auch komisch. Was ist denn der Teufel noch außer Satan? Machen wir erstmal hoch. Das sollte ein A sein. Fluss zur Drau. Oh Gott. Britischer Schriftsteller Nick P. Nein, der nicht. Selbst ausgeführt weiß ich auch noch nicht. Mittelasiatischer Fürstentitel. Oh Gott. Sehr leise in der Musik ist. Oh, da könnte ich ja jetzt fast schummeln. Und einfach mein Notationsprogramm ausmachen, aber aufmachen. Weiblicher Vorfahr ist eine Ahne. Der männliche wird genauso geschrieben. Es ist aber nett, dass auch mal die weiblichen Vorfahren da Erwähnung finden. So, tierisches Plankton. Nee. Eröffnung. Ah. Auftakt. Ja. Okay, das hier, tierisches Plankton, ist natürlich Kamel. Nein. Kreuzesinschrift ist die Inge. Nee, auch nicht. Ich wünschte, ich würde noch ein paar. Was ist hier? Kleine Ansiedlung. Nicht ein Kaff. Oh. Schade. Okay, Oh Gott, ey, es gibt so viele Bundesstaaten in den USA. Alabama fällt schon mal raus. Sonst wäre es Alabama. Amtstracht. Ist keine Kutte in dem Fall. Neben Meer des Atlantik ist. Ich überlege gerade mal. Also es gibt den Indischen Ozean, den Atlantischen Ozean, es gibt den Pazifischen Ozean. Das sind die drei großen. Und dann gibt es noch ein paar so andere Sachen. Griechischer Ferienort auf Eböa. Boah, weiß ich doch nicht. Oh, verdammt. Ich glaube aber, ich habe selbst ausgeführt langsam begriffen, was das ist. So, ich schieb das mal wieder so. Aha. So. Dann weiß ich auch jetzt, was das tierische Plankton ist. War A jetzt richtig? Nee. Ah, Inri war's. Okay, dann ist das hier artig. Ah, natürlich. Oh Gott. Was ist denn dieser US-Bundesstaat? Und was haben wir hier? Eine kleine Ansiedlung. Ein Milf. Leingewächs. Vielleicht kriege ich auch erstmal hinunter abwärts. Das wäre auch. Nee. Ist das das? Ja, das ist die Duma. Ah. Nieder? Ah. Okay, tatsächlicher Bestand oder Vorrat? Ach, wenn ich das mal wüsste. Hilfe. Straßenabwasserschacht ist, nee. Der Schacht ist auch kein Gully. Der Gully ist nur die Verbindung zur Straße. Straßenabwässerschacht ist, warte mal, hier, Lee ist das doch. So. Da kommen wir ja immer noch auf sowas wie Gully. Ach man, ah, das.
Es geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, dass ich das immer verschiebe. So, jetzt haben wir das wieder. Was haben wir noch? Ein Sternbild, das kriege ich hin. Mulde, das ist bestimmt eine Talsenke. So, Anja, keine Ahnung. Hausvorbau ist der, ja. Was haben wir noch? Hauptstadt von Tibet? LVA. Nicht zu verwechseln mit der JVA. Wind am Gardasee. Omi. Ich habe keine Ahnung gerade. Was haben wir hier noch? Fast gar nicht. Fast gar nicht. Ach, ich könnte ja jetzt mal ein paar Buchstaben eintragen, denn ich weiß das Lösungswort. So, das ist das. Das ist ein T. Vielleicht hilft mir das ja alles so weiter. Und hier. Ach, das ist. Oh, ich komme nicht auf Dorf, aber schreib Kaff rein. Ich bin ja Wahnsinn. Ich bin ja der Wahnsinnigste. Okay. Oh Mann. Jetzt bin ich doch. Ach. Die Heimat des bekannten Florida Man. Natürlich. Ah. So, Leingewächs. Wenn ich das wüsste, was der tatsächliche Bestand hier sein soll. Was haben wir noch? Auf sich zu. Ah, das meinen die. Okay, so, dann ist das hier der Erker. Ach, kaum. Die wollten kaum haben. Hey, Süße! Ich hab das Wort gefunden. Und es ist richtig. Huh. Okay, so, jetzt habe ich ein Problem. Der Wind am Gardasee, den muss ich raten. Dann ist das hier aber erstmal Kruse, okay. Oma ist es nicht. Ova ist es auch nicht. Oka. Ova. Ora. Ah, okay. Schön, schön. Ach, hier, der Ist-Vorrat, ja. Und dann ist das hier nämlich Flachs. So einfach geht das. So Flachs geht das, so fix geht das. Amtstracht, Galar. Nee. Straßenabwasserschacht. Nein, noch nicht. Griechische Sagengestalt. Minotaure ist es nicht. Fürstentitel. War ein Zufall. Wär ein Zufall gewesen, wenn das richtig gewesen wäre. Okay, jetzt weiß ich's hier. So, da haben wir annähernd schon mal drin. Sehr schön. Das ist ja annähernd gut. Aber ich habe immer noch kein Nebenbär des Atlantiks. Währung verschiedener Länder. Verschiedener. Dinar. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Oh, tatsächlich. Oh.
Ist das nicht der Kahn? Ah. Okay. Französische Stadt an der Loire. Ich weiß doch nicht, wo welche französische Stadt an der Loire liegt. Das ist doch. Aber trotzdem, ich bin relativ gut. Ich bin schon so an vielen Stellen weitergekommen. Ungebetener Gast. Weiß ich nicht. Ich versuch mal was. Nee, A ist es nicht. Okay, Abschiedsgruß, umgangssprachlich. Tschü, tschü. Ciao? Ah, aber das ist doch jetzt doch der Gulli, ach, der Gulli mit Y. Okay, ja. Hätte ich wissen müssen. So, ich bin mir ziemlich sicher, ist das nicht Hornby? Ja. Okay. I O U, aha, da haben wir es doch schon. Ungebetener Gast, keine Ahnung, Urban, französischer Maler, ich weiß es doch nicht. Netzartiges Gewebe, was könnte das noch sein? Ich gebe das einfach mal ein. Ich kann mir das nicht. Nee. Wie heißt denn das? Clarissimo. Nein, sehr leise. Ist mir gerade nicht. So, die griechische Sagengestalt. Also, wir haben hier keine Medusa, wir haben hier keinen Minotauren. Griechischer Ferienort. Tretria? Nee. Stetria? Nee. Ametria? Nee, ich glaube nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Eine Amtstracht. Nee, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, ich komme so langsam an den Punkt, an dem ich es nicht mehr weiterführen kann. Edouard Billet, nein. Also ich. Was ist denn sehr leise in der Musik? Was ist denn überhaupt leise? Leise ist. Das ist so schlimm. Oh. Was könnte denn eine Amtstracht sein? Polar. Nein, definitiv nicht. Das Doofe ist, ich habe auch nichts, wo nur noch ein Buchstabe übrig ist, wie es aussieht. Gewebe, was könnten das noch sein? Eine Gage? Nee. Ich denke da gerade an diese Dinger, die man sich an die Fenster macht, aber das ist es nicht wohl. Osa, irgendwas mit Bär drin. So.
Ein Teufel. Was könnte der Teufel denn noch sein? Ah, das ist so... Ich möchte am liebsten mal hier erstmal Google Maps befragen, was denn das Nebenmeer des Atlantik ist. Das wäre ja schön. Habe ich hier eigentlich sonst noch irgendwas unten, was fehlt? Nö. Nö, alles in Ordnung. Sehr leise Musik. Ich komme da, glaube ich, wirklich nicht mehr drauf. Aber der Kahn war richtig, oder? Ich gebe das nochmal ein, sicher ist sicher. Ja. Und annähern war auch richtig. Griechische Sagengestalt. Also das wäre ja... Stadt an der Loire. Ah, endlich kam ich drauf. Und ich glaube, das ist dann Pianissimo. Oh ja. Ich bin wieder da. So, naja, fast. Kretria. Ich probiere erstmal die ganzen Eretria. Okay. So, es wird doch noch was. Amtstracht. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Echt jetzt? Die Ostsee? Und bam. So, jetzt fehlen uns noch ein paar Buchstaben. Es hat nur kurz gedauert, aber dann... Okay, ungebetener Gast. Ich habe keine Ahnung. Netzartiges Gewebe. Gli, Gri, Grö, Nö, Glö. Was kann denn nach einem G alles kommen? Beziehungsweise, was könnten wir denn hier noch... Der Teufel oder ein ungebetener Gast. Ah. Urbar. Das Wort für ein Feld, was man beackern kann, glaube ich, war das. Netzartiges Gewebe. Also wenn du so ein Gewebe hast, was ist wie ein Netz, dann ist das ein Netz. Aber das ist es nicht. Also was ist ein netzartiges Gewebe, was ein netzartiges Gewebe ist, was ein Netz ist, was kein Netz ist? Hilfe. Gase. Sind kein netzartiges Gewebe. Ach, schade. So. Okay, Monet hieß nicht Edouard. Das ist schade. Das ist nämlich der einzige, der mir einfallen würde, der da reinpasst. Ah. Ureal, nee. Billet, Gilet, nein. Pele. Nee. Ich habe sowas von keine Ahnung. Fehlt mir denn sonst noch irgendwo was? Nicht, dass ich jetzt hier... Nö, es fehlen mir wirklich nur noch vier Buchstaben. Oh. Nein, Ursal ist es auch nicht. Ach nee, es fehlen mir fünf Buchstaben.
Fallen dir irgendwelche französischen Maler ein? Ja, mir fällt ein, ist Monet französisch? Also war. Ja, dachte ich mir nur, aber ich habe keine Ahnung. Also ein Konsonanten oder ein Vokal? Okay. Oh, danke schön. Hätte er noch ein G im Namen, dann wäre er ziemlich anziehend. Hätte er noch ein G im Namen, wäre er ziemlich anziehend. Also Gage war es hier nicht. Jetzt brauche ich ja hier eigentlich nur noch ein Gate, ist es auch nicht. Gase war es eh nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich. Sorry. Urman? Urnan? Nein. Urban war es sowieso nicht. Urwan? Urkan? Urkan? So? Nein. Urlan? Urean? Urian? Oha. Ich habe keine Ahnung, was ein Uri... Was das ist. Hilfe. Und 28 Minuten 21. Och, das war ja fast nichts. Ha. Oh Mann. Aber immerhin geschafft, ohne googeln zu müssen. Naja, okay, ich habe einmal gegoogelt bei meiner Süßen. Oh. Bist du fertig? Ach so, okay. Na gut. Dann würde ich mal diese heute etwas verlängerte Folge, eine verlängerte Folge sein lassen, euch dazu gratulieren, dass ihr mal wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, morgen gibt's dann wieder das Preisrätsel dazu. Und dann schauen wir mal, wie das wird, nicht? Bis dann, tschüss!